Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Sportwetten-Video. Heute geht es wieder um einen außergewöhnlichen Tipp aus unserem Sportwetten-Wettanalyzer. Dieses Tool für Microsoft Excel kannst du selber haben und jeden Tag bedienen, wenn du möchtest. Du kannst dieses Tool bekommen mit dem Link unter dem Video. Du kannst jeden Tag spannende Begegnungen, so wie hier, analysieren lassen, vollautomatisch durch das Tool und kannst dir damit Wettwahrscheinlichkeiten einen riesigen Vorteil verschaffen, weil du weißt, was gut gehen kann und welche Wetten höchstwahrscheinlich kommen werden gegenüber anderen. Also, das ist erstmal so viel dazu. Heute habe ich mir eine Begegnung rausgesucht. Östersund FK gegen Elfsborg. Das ist eine Begegnung, die findet heute statt und zwar in Schweden. Östersunds FK gegen Elfsborg. Warum? Wir gucken mal in die Tippübersicht. Besonders interessant sind Folgendes. Und das hier unten sind nochmal ein paar Tipps in der Zusammenfassung durch das Tool. Also, was sind mögliche Spielresultate? Ja, also Spielergebnisse. Einmal die über 2,5 Tore-Wette. Auch die über 1,5 Tore-Wette wird interessant sein. Es wird Mannschaft 2 gewinnen oder ein Unentschieden geben. Das sind die erstmal ganz groben möglichen guten Wetten mit Spielresultaten. So, was heißt das ganz konkret? Wenn ihr sozusagen Bock habt, jetzt hier schon irgendwas zu setzen, dann sucht euch das raus, dieses Spiel, und könnt da hier sozusagen eines oder zwei dieser möglichen Dinge schon erstmal setzen. Damit seid ihr schon erstmal auf einem guten Weg, ja? So, und darum geht es hier einfach. Das sind mathematisch errechnete Wahrscheinlichkeiten. Und ich möchte euch das einfach mit auf den Weg geben, weil dieses Spiel ist tatsächlich für uns interessant. Wenn ihr diese vier Sachen hier einfach raufpackt auf eure Wettscheine mit unterschiedlichen Einsätzen, so wie ihr eben das für richtig haltet, dann macht das. Ich kann euch hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen geben. Vielleicht noch ein, zwei Infos. Es wird wahrscheinlich um die 10 Eckbälle geben. Um die 10 ist aber natürlich eine heiße Wette. Ja? Viel heißer, das hier zu setzen, als diese vier hier unten. Die vier hier unten, wenn ihr die packt, ja, vielleicht sogar auf die ein oder andere Kombi-Wette. Müsst ihr mal gucken, ob ihr hier euch draußen eine Kombi-Wette vielleicht bauen wollt. Zum Beispiel mit über 1,5 und Mannschaft 2 gewinnt oder sowas. Gibt's ja, ja. Dann könnt ihr da schon richtig dicke Quoten abgreifen, wenn ihr da Bock drauf habt, ja. Ihr könnt das auch als Einzelwette machen, ist auch klar. Aber dann würde sich das hier natürlich gegenseitig ausschließen. Ist auch logisch. Also entscheidet euch für eins von beiden. Und für welches zeige ich euch jetzt mal hier, denn in dieser Statistik sind die möglichen Spielresultate eben auch nochmal zusammengefasst. Das heißt, die höchste Wahrscheinlichkeit liegt tatsächlich bei einem 1:1 und damit einem Unentschieden. Ja? Und die nächste hohe Wahrscheinlichkeit ist dann diese hier, ein 0:1 wird es geben. Das ist sozusagen, diese beiden sind die sehr viel, oder sind die wahrscheinlichsten Ergebnisse überhaupt. Ne? Und damit seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der richtig guten Seite. Das Tool sagt uns ansonsten noch, hier könnt ihr nochmal, ich sag mal, solche Wetten nutzen wie erste Tore wetten. Ja, Mannschaft 2 wird nach mathematischer Wahrscheinlichkeit wird Mannschaft 2 das erste Tor machen. Könnt ihr setzen, könnt ihr nicht. Aber ansonsten habt ihr noch die erwartete Anzahl an Toren. 1 und 2 Tore sind hier sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, aber auch 3, das ist auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also da muss man halt eben gucken, wo man wirklich bei rauslaufen will. Ich würde auf jeden Fall sagen, tippt hier über diese vier Kategorien. Nehmt euch da was raus. Tor in der ersten Halbzeit wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Das sind die echt wahrscheinlichsten wichtigen Kennfaktoren, Kennzahlen in diesem Spiel. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das, wie gesagt, machen. Wenn ihr das Tool selber haben wollt, dann geht einfach auf die Webseite unten eingeblendet. Dann könnt ihr das jeden Tag selber machen. Und hier einfach nur ein heißer Tipp von mir für den heutigen Tag. Viel Spaß, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Viel Erfolg heute. Ciao.